üben wir jetzt mal. Der Slogan geht, wir sind hier, wir sind laut, weil man uns das Ganja klaut. Wir sind hier, wir sind laut, weil man uns das Ganja klaut. Wir sind hier. Ich habe jetzt nur noch eine klitzekleine Änderung am Programm. Und zwar steht da hinten die Barbara Seid, eine Frau aus der Linkspartei, die seit Jahren aktiv Drogenpolitik macht, auch gegen viele Widerstände in ihrer eigenen Partei. Und deshalb habe ich kraft meiner Wassersuppe als Versammlungsleiter beschlossen, ihr ein wenig meiner Redezeit zu schenken. Und deshalb kommen jetzt 3 Minuten von Barbara Seid von der Linken. Viel Spaß dabei, viel Spaß auf der Handparade. Wir sehen uns dann am Ende wieder, wenn ich euch rausschmeiße. Also, Barbara, das ist dein Mikro. Dankeschön. Barbara! Ja, ganz herzlichen Dank, dass ich heute hier reden darf. Ich darf heute sprechen im Namen der Landesarbeitsgemeinschaft Die Linke Berlin für die Drogen. Und ja, einen ganz herzlichen Dank an die Veranstalter. Ich komme gerade aus Paris und ich habe auf meinem Auto den Aufkleber des Deutschen Handverbandes drauf. Das hatte zur Folge, dass ich ganz, ganz viele nette, sympathische Menschen kennengelernt habe, die das ganz toll fanden und auch erklärt haben, sie in Frankreich benötigen auch ganz dringend die Legalisierung von Cannabis. Mir wurden Joints angeboten, also ein ganz herzliches Dankeschön an den Deutschen Handverband für diesen tollen Aufkleber. Ansonsten, da ich jetzt so dazwischen geschoben worden bin, will ich nur die Grüße aus Paris dann übermitteln, dass also auch Sie auf unserer Seite mitkämpfen und kann mich nur der Parolen anschließen und sagen, legalisiert den Hanf endlich. Dankeschön. Vielen Dank.